Hallo und willkommen zum zweiten Teil, wie man sich mit Klamotten super einfach und schnell schlank schummeln kann. Wer den ersten Teil noch nicht gesehen hat, schaut ihn euch gerne an, bevor ihr diesen Teil anschaut. Denn hierbei geht es nur um eine kleine Fortsetzung und sechs weitere Tipps und Tricks, wie man sich, wie gesagt, schlank schummeln kann mit Kleidung. So, ich rede auch nicht viel drum herum, deswegen legen wir auch schon direkt los. Viel Spaß! Ersten Tipp geht es auch schon um die vorteilhafte Proportion der Kleidungsauswahl. Hierbei geht es darum, seinen Körper möglichst vorteilhaft in Szene zu setzen. Hierbei habe ich im Beispiel schlabbrige Klamotten an, aber in der falschen Proportion. Denn wenn ich zum Beispiel das Hemd jetzt in meinen Rock reinstopfe und meinen Rock auf die höchste Stufe bzw. schmalste Stufe an meinem Körper, an der Taille sozusagen hochziehe, dann wirke ich automatisch viel, viel schlanker, als ich eigentlich bin. Denn dadurch, dass die Taille hierbei betont wird, wirke ich wirklich, keine Ahnung, 5 bis 10 Kilo leichter. Und hier sieht man das Ganze auch nochmal super schön im direkten Vergleich, was für einen Riesenunterschied das Ganze macht, wenn man mit seinen Proportionen am Körper spielt und das Ganze dann sozusagen an der Kleidungsauswahl auch nochmal sich darin orientiert und somit dann einen da auch schlanker wirken zu können. Beim zweiten Tipp habe ich zwei T-Shirt-Hacks für euch, die super simpel sind. Und zwar ein labbriges Shirt lässt einen etwas, ja, voller wirken, als man eigentlich ist. Und wenn man sein T-Shirt im hinteren Bereich mit einem Zopfgummi so festbindet, wie ich es im Video gezeigt habe, dann wird die Figur hierbei viel, viel schöner betont und man sieht definitiv schlanker aus. Hier seht ihr das Ganze auch nochmal im direkten Vergleich. Beim zweiten Tag geht es um dasselbe Prinzip. Man möchte mit einem etwas labbrigen Shirt etwas schlanker wirken und stattdessen man das Ganze in seine Hose reinstopft und für mehr Volumen sorgt, sollte man das Ganze einfach im vorderen Bereich zuschnüren und schon hat man eine schöne Taille gezaubert. Beim Hack Nummer 3 geht es ums Hautzeigen. Dabei sollte man darauf achten, dass man es wirklich richtig angeht, denn auch mollige oder etwas dickere können auch ruhig Haut zeigen. Dabei muss man aber nur einiges beachten, dass man es richtig macht und seine Haut hierbei, beziehungsweise seinen Speck hierbei nicht einengt, wodurch Speckrollen entstehen. Dabei sollte man möglichst darauf achten, dass man erstens nicht zu enge Kleidung trägt und zweitens, dass man es auch hier richtig gut proportioniert kleidet. Denn so wird der ein oder andere Speck hierbei sehr gut kaschiert. Hack Nummer 4 ist eines meiner liebsten Hacks überhaupt. Ich liebe diesen Hack. Und zwar, wenn man sich in engen Sachen etwas unwohl fühlt und sich so ungern zeigen möchte, kann man immer wieder zu einem Blazer zurückgreifen und diesen einfach über jedes mögliche erdenkliche Outfit drüber tragen. Und schon fühlt man sich wohler, sicherer, weil der halbe Körper fast schon damit bedeckt ist und man sieht richtig gut und elegant aus. Hier nochmal im direkten Vergleich, wie das Ganze ohne Blazer ausschaut und wie es mit Blazer ausschaut. Und ich schwör's euch, Leute, ich liebe Blazer. Mein halber Schrank besteht aus Blazern. Hier auch nochmal mit einem Rock als Beispiel. Das sieht auch wirklich richtig toll aus. Ist zwar jetzt nicht meine Farbe, aber das ist wirklich Hammer. Falls ihr euch noch nicht einen Blazer geholt habt, wird es jetzt Zeit. Ich werde euch die besten Blazer unten in der Videobeschreibung verlinken. Nun sind wir auch schon beim fünften und somit auch dem letzten Hack angelangt. Und zwar enge Sachen tragen, aber auch hier möglichst gut ausgleichen. Hier habe ich enge Sachen an und meine Speckrollen werden hierbei sowas von in den Vordergrund gerückt. Ich sehe aus wie eine Presswurst. Das sieht überhaupt nicht schön aus, überhaupt nicht vorteilhaft für meine Figur. Weg damit. Was hierbei gemacht werden kann, ist erstens eine High-Waist-Hose tragen und das Oberteil etwas lockerer tragen, damit der Bauch, was man da an Speck zu viel hat, schön kaschiert wird. Und um das Outfit abzurunden, sollte man auch hier zu einer Jacke oder einem Blazer greifen. Und schon seht ihr wirklich 5 bis 10 Kilo leichter aus. Das werden wir gleich auch nochmal im Vergleich sehen. Das ist wirklich unglaublich, was für einen Unterschied so kleine Sachen an Kleidung machen. Ein lockeres Shirt, eine High-Waist-Hose, ein Blazer und schon sieht man aus wie ein Model. So, Leute, das war es eigentlich auch schon mit dem Video. Ich hoffe, euch hat das Ganze gefallen. Schaut euch gerne die anderen Parts an. Ich werde sie euch hier verlinken. Und
Falls ihr Fragen habt, schreibt sie mir gerne unten in die Kommentare rein. Und ansonsten hoffe ich, ihr schaltet auch beim nächsten Mal wieder ein. Tschüss!